Wie lief denn so die Anreise und wie ist so der erste Eindruck von Köln? Ja, der erste Eindruck von Köln ist super. Die Stadt ist nichts Unbekanntes für mich. Und die Anreise war ein bisschen schwer gestern. Sind in Würzburg 4 Stunden im Stau gestanden. War nicht so spaßig, aber wie gesagt, jetzt sind wir da und jetzt werden wir dann gleich das Auto bekommen und ins neue Haus ziehen und dann müssen wir uns da langsam einrichten und dann freue ich mich auch schon, wenn es hier losgeht. Wen hast du schon kennengelernt von den Haien und was habt ihr schon so geredet vielleicht auch? Oh ja, wir sind bei der WM natürlich, der Mo war bei der WM da, aber ich kenne natürlich auch Sulzi, Gugi, Weissi und die ganzen Jungs, Enki, die sonst auch bei der Nationalmannschaft dabei sind. Und dementsprechend hat man sich natürlich da vorher auch informiert. Mit Sunny habe ich in Ingolstadt schon zusammengearbeitet. Dementsprechend habe ich einige bekannte Gesichter hier und freue mich natürlich drauf, wenn wir dann hier in der Kabine sitzen und dass die Jungs wieder zusammen sind. Wie ist so dein Plan für den Sommer? Ja, wir machen jetzt hier mal den Umzug erst und dann muss ich mit dem Verantwortlichen noch reden, wie die Sommerplanung aussieht. Ich denke, jetzt werde ich noch mal eine Woche Pause machen und dann wird es auch ins Sommertraining gehen. Und dementsprechend muss ich mit dem Sunny nachher auch mal absprechen, wie wir das Ganze strukturieren. Aber jetzt haben wir erstmal den Umzug, den wir zu erledigen haben und danach schauen wir, wie es weitergeht. Mit welchen Zielen kommst du nach Köln? Ja, man denkt, die Ansprüche in Köln sind natürlich hoch und meine eigenen Ansprüche sind genauso hoch. Ich denke, dass es immer wichtig ist, in die Playoffs zu kommen und danach ist alles möglich. Das hat man jedes Jahr, sieht man es immer wieder von Neuem. Aber ich denke, mit dem Potenzial, das man hier in Köln hat, mit den Zuschauern, mit dem Stadion im Rücken, sollten wir uns nicht kleiner reden, wie wir sind. Und dementsprechend gehen wir auch mit großen Zielen in die Saison. Ja, vielen Dank.